Hallo und herzlich willkommen bei PowerText Deutschland. Mein Name ist Babette Gapski. Ich zeige jetzt einige Anwendungen von Biester. Biester hatte ich schon in einem der Videos erklärt. Das ist eine wasserlösliche Patina. Ich möchte jetzt hier zeigen, was ich damit machen kann. Insbesondere jetzt hier, das ist eine Kugel mit Easy 3D Flex gestaltet. Easy 3D Flex gibt schöne Risse, wenn es getrocknet ist. Dadurch läuft jetzt auch gleich das Biester wunderschön in die Rillen. Hier habe ich einen herkömmlichen Pinsel, der ist auch aus der Serie von PowerText. Ich habe etwas Biester hier in ein Plastikschälchen gegeben und streiche mein Objekt jetzt damit ein. Man sieht jetzt hier, dass das Biester in die Vertiefungen läuft. Wenn ich diesen Effekt etwas verstärken möchte, kann ich PowerText Biester auch wunderbar sprühen. Das ist ein ganz normaler Zerstäuber, den es auch aus unserer Serie gibt. Hier habe ich etwas Biester hineingefüllt und ich sprühe damit einfach etwas auf das Objekt. Dann läuft es noch mehr in die Rillen. Mit einem herkömmlichen Schwamm, der mit Wasser etwas angefeuchtet ist, nehme ich hier oben wieder etwas Biester ab, damit es diesen antiken Look bekommt. Damit es nur in diesen Tiefen unten schön dunkel drin ist. Wenn ich das mache, sollte das Objekt hier aus Elfenbein absolut trocken sein. Denn wenn dieses Objekt noch nicht trocken ist und ich komme mit Biester darauf, dann wird es so eine Art Latte Macchiato Farbe. Wenn man Objekte mit PowerText Rot gestaltet, geht es auch wunderbar mit Biester hier einiges abzudunkeln. Was man noch machen kann, das ist die sogenannte Krakeliereffekt, den möchte ich jetzt gerne mal zeigen. Dafür habe ich hier eine herkömmliche Leinwand. Ich nehme das PowerText Elfenbein und ganz wichtig ist es immer, das PowerText sehr gut durchzuschütteln. Ich habe das vorher schon ein bisschen geschüttelt, also man muss es wirklich richtig gut durchschütteln, nicht nur so ein bisschen, was man jetzt hier sieht. Ich gebe etwas Elfenbein auf meine Leinwand. Ich verteile das bevorzugt mit der Hand. An manchen Stellen ein bisschen dicker, an manchen Stellen ein bisschen dünner. So, gut wäre es, wenn man das ein bisschen antrocknen lässt. Jetzt gebe ich etwas Biester darauf, und zwar mit diesem Zerstäuber. Dann nehme ich einen ganz herkömmlichen Föhn und jetzt föhne ich das. Wichtig ist, nicht einfach so wild föhnen, sondern bitte an den Stellen anfangen zu föhnen, wo das Elfenbein dünn war und dann zu den Stellen rüber gehen, wo es dick war. Was ich nachher haben möchte, ist so eine krakelierte Struktur. Hier ist also Folgendes, was passiert. Das PowerText Elfenbein ist darunter und möchte trocknen, es dehnt sich aus. Das Biester ist dunkel oben drüber und zieht mit und dadurch entsteht dieses Krakelieren. An den Stellen, wo das Elfenbein sehr dick aufgetragen war, entstehen große Risse. Da, wo ich sehr dünn aufgetragen habe, entstehen ganz kleine Risse oder manchmal gar keine. Das Ganze kann ich, wenn es getrocknet ist, auch, weil es wasserlöslich ist, wieder mit einem Schwamm etwas abwaschen. Darauf muss ich unbedingt achten, dass es sich wieder ablöst. Zu diesem Thema haben wir auch einiges in den Büchern und auf den DVDs und ich wünsche viel Spaß beim Nacharbeiten. Danke fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn das Video Ihnen gefallen hat. Wir haben weitere Videos für Sie hier auf dieser Seite. Sie können hier direkt klicken oder auch unseren YouTube-Kanal abonnieren. Ich würde mich freuen, Sie wiederzusehen. Bis zum nächsten Video. Danke und auf Wiedersehen.